Hallihallo, es ist Samstagmorgen und ich möchte Vollwertbrötchen machen. Das heißt also, das sind Brötchen auch für Kurzentschlossene, die sich vielleicht auch gerade morgens eben noch überlegen, Mensch, so ein paar Brötchen, das wäre doch ganz nett. Ich mache die Brötchen auch immer in einer Thermomix-Vorführung. Und wir brauchen dazu ein paar Dinkelkörner, Weizenmehl, Öl, lauwarmes Wasser, Salz, Pfeffer und Hefe. Und ich wandle das Rezept auch ein bisschen ab. Ich gebe noch Möhre mit rein. Das Rezept ist auch auf dem Kochbuch-Chip des Grundbuches enthalten. Das heißt, wir können also das Guided Cooking nutzen und das mache ich jetzt auch direkt, indem ich, hier steht als erster Schritt Backofen auf 200 Grad vorheizen. Ich mache das, die Brötchen müssen gleich noch 10 Minuten gehen. Mein Backofen ist in der Zeit auf 180 Grad Umluft, von daher mache ich den Ofen gleich erst an. Und es geht weiter mit dem Dinkel, den ich mir selber mahle. Ich könnte natürlich auch schon fertig gemahlenes Mehl nehmen, aber ich mache in dem Fall, dann mache ich es mir selbst. Setze deine Deckel wieder auf mit dem Messbecher, nicht vergessen. Und das Ganze in 30 Sekunden zerkleinere ich auf Stufe 10. Hier haben wir jetzt unser fertig gemahlenes Dinkelmehl. Im Rezept kommt dann direkt das weitere Mehl dazu. Ich nehme jetzt einfach nochmal eine Möhre und gebe das Ganze für 3 Sekunden auf Stufe 5. Mache also einfach an und mache nach 3 Sekunden wieder aus. Sieht jetzt so aus. Meine Möhre ist schön zerkleinert. Ich finde, das macht die Brötchen etwas saftiger und auch die Farbe ist noch etwas netter, ist natürlich dann etwas orange. Und ich gehe jetzt wieder in mein Rezept und sage weiter 400 Gramm Weizenmehl dazu. Dann geht es weiter mit 1,5 Teelöffeln Salz. bis 250 Gramm Wasser. Wenn ich die Möhre mit drin habe, nehme ich 225 Gramm. Das kommt dann immer ganz gut hin von der Konsistenz. Öl. Ich nehme da ein Walnussöl. Meine Hefe, ein Hefewürfel, 40 Gramm zerbröselt und ich achte dann darauf, dass ich das jetzt nicht unbedingt direkt auf das Salz gebe, was ich eben reingetan habe, da, wenn eine Hefe mit Salz in Verbindung kommt, sich die Poren schließen und die Hefe nicht richtig arbeiten kann. Deswegen ein bisschen darauf achten. Eine Prise Zucker. Deckel verschließen. Und das Ganze innerhalb von 2 Minuten zu einem Teig verarbeiten. So, mein Teig ist fertig und ich habe einen kleinen Perspektivenwechsel in der Zeit vorgenommen, da ich das dann gleich besser zeigen kann mit dem Brötchen. Also hier haben wir unseren Teig. Den gebe ich jetzt auf mein vorbereitetes Backblech. Fällt mir auch so schon ganz gut raus. Ich kann aber auch nochmal die Schraube hier oben drehen, sodass der Teig leichter rauskommt. Ja, jetzt haben wir, ne? Ist wirklich super gut rausgekommen. Und ja, ich forme jetzt kleine Partybrötchen. Ich nehme mir also immer so ein kleines Häufchen und tauche die in so einem, ja, in ein Schälchen mit Körner. Ich habe jetzt zum Beispiel Sonnenblumenkerne genommen, ein bisschen Leinsamen, Sesam, Haferflocken. Da kann man ja eben das nehmen, was man gerne mag. Und dann lege ich mir die Brötchen schön aneinander, dass ich wie so eine Partysonne, kennen wahrscheinlich viele, habe. Dann müssen die Brötchen gleich nach 10 Minuten gehen. Und nach den 10 Minuten, also ich stelle jetzt gleich, wenn ich die geformt habe, auch den Backofen an. Und wenn die 10 Minuten um sind, dann befeuchte ich die einfach nochmal ein bisschen mit Wasser oben drauf, die Brötchen, und gebe die dann in meinen Backofen bei 180 Grad Umluft
für circa 20 Minuten. Das hängt natürlich immer ein bisschen vom Ofen ab, wann die wirklich fertig sind. Da muss man dann einfach auch mal ein bisschen Auge drauf haben, bis man das mit seinem Ofen halt eben kennt, dieses Rezept. So, fertig ist das Ganze. Das Schöne ist nämlich, wenn die so nah aneinander liegen, dann haben wir dann nachher so Bruchstellen und an diesen Bruchstellen sind die Brötchen natürlich auch richtig schön fluffig weich. Wie gesagt, 10 Minuten gehen lassen, mit Wasser befeuchten und ab in den Backofen. So, die Brötchen haben jetzt 10 Minuten gearbeitet sozusagen, sehen jetzt so aus, sind ein bisschen größer geworden. Und ich mache jetzt einfach noch ein bisschen Wasser oben drauf. Und gebe die ab in den Ofen. So, die Brötchen sehen jetzt so aus. Und man sieht, die sind ziemlich zusammengewachsen. Und wenn ich die jetzt hier so aufbreche, habe ich hier so wunderbar, sehr heiß, habe ich hier wunderbar so diese fluffigen Bruchstellen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, schauen Sie einfach auf meiner Homepage www.kinderleichtkochen.com mal vorbei.